Ja, der Herr Riddick ist zurück und wir haben lange gerätselt, was ist denn Assault on Dark Athena? Eigentlich ist das eine Neuauflage des Original Riddicks, Escape from Butcher Bay, quasi mit einer Zusatzepisode. Oder ist es ein eigenständiges Spiel, in dem der erste Teil beigelegt ist? Und unsere Haupttesterin Petra kann das sicher aufklären. Was ist es? Es ist Letzteres, das, was du gesagt hast. Es ist ein eigenständiges Spiel und der erste Teil liegt sozusagen bei. Und wenn man das installiert, installiert man beide Teile, kann die aber separat voneinander anwählen. Was man allerdings dazu sagen muss, wer Escape from Butcher Bay nicht gespielt hat, wird den Anfang von Assault on Dark Athena ein bisschen wie der Ochs vom Berg stehen. So nach dem Motto, was machen die zwei Männer eigentlich in diesem Raumschiff und wo kommen die gerade her? Weil das schließt nämlich tatsächlich genau direkt an den ersten Teil an. Also wer den ersten Teil nicht gespielt hat und sich jetzt Assault on Dark Athena kauft, dem empfehle ich auf jeden Fall erstmal Butcher Bay zu spielen und dann Assault on Dark Athena. Also wir haben alle den ersten Teil gespielt. Das war ja vor ungefähr 4 Jahren auch eines der besten Actionspiele. Ja. Hat von uns eine 90er-Wertung bekommen. Und das wirft natürlich die Frage auf, dass Assault on Dark Athena, kann es denn da rankommen an diese Qualität? Um das mal ganz deutlich zu sagen, nein, das schafft es nicht. Assault on Dark Athena hat viele kleine Sachen nicht so toll umgesetzt, wie es das Original Riddick gemacht hat, sei es das Level-Design, sei es die durchweg dichte Atmosphäre und auch ein bisschen bei den Waffen haben sie ein bisschen Murks gebaut, aber letztendlich ist Assault on Dark Athena immer noch ein gutes Spiel. Also mir kam es dann so nach der Hälfte, Dreiviertel so vor, tatsächlich, als wären sie davon ausgegangen, ah ja, wir wollten ja noch so eine Zusatzstory, Zusatzlevel machen und dann haben sie sich überlegt, ah, machen wir doch lieber ein ganzes Spiel draus und klatschen noch was hinten dran, was können wir noch, was haben wir noch nicht gezeigt, ah, Außenlevels haben wir noch nicht gezeigt, machen wir die gerade noch und wie machen wir das in der Story, ach, war auch nicht mehr so wichtig. Also so nach einer halben, nach der Hälfte der Zeit, sprich als Riddick zum ersten Mal, so viel sei verraten, eben dann von der Dark Athena flieht, da war für mich das Spiel eigentlich fertig und alles, was danach kommt, hat mich nicht mehr mitgerissen. Das ist gerade das, was du mit den Außenlevels ansprichst. Das erste, also Butcher Bay hat es ja ausgemacht, diese drückende Atmosphäre, dieses Gefängnis, diese düstere, enge Umgebung und jetzt wirst du da Tageslicht rausgeschickt und dann verkommt eben dieses Spiel zu so einem Standard-Shooter, was Riddick eigentlich nie war. Und das finde ich ein bisschen schade. Das ist ein guter Stichpunkt, denn das erste Riddick war ja nicht nur ein Actionspiel, sondern auch so eine Art Action-Adventure. Es hatte auch Passagen, wo du kleinere Rätsel lösen musst, wo du Gespräche führen musst. Mhm. Das ist ja nun in der Dark Athena nur noch minimal. Ja, das ist nur noch Beiwerk, wenn es vorkommt. Es gibt so ein paar optionale Missionen, die man machen kann, die allerdings keine große Auswirkung darauf haben, inwiefern sich der Held jetzt weiter durch die Welt bewegt. Das, was Fabian vorhin angesprochen hat, das ist schon sehr richtig. Was mir an Assault on Dark Athena so ein bisschen fehlt, ist die Klimax. Also das heißt, dieses Spiel hat nicht diese Entwicklung, die Escape from Butcher Bay hatte, wo du immer mal wieder gedacht hast, okay, jetzt komme ich langsam aber sicher dahin, wo ich hin will. Und dann kippt das Spiel wieder und schmeißt sich noch tiefer in den Knast rein. Und das waren die großen Momente dieses Spiels. Und das schafft Assault on Dark Athena nicht, diese Spannungskurve aufzubauen. Gerade weil eben dieser Ausflug auf den Planeten, der klingt jetzt ein bisschen schlimmer, als er eigentlich ist. Der macht auch schon Spaß. Aber im ganzen Gebilde dieses Spiels wirkt er tatsächlich so ein bisschen, ja, reingeschoben, reingedrückt. Und das Problem an dieser Episode auf dem Planeten ist noch dazu, dass man da eine Waffe bekommt, die alle anderen Waffen im Prinzip, die man hat, ob das jetzt nun Nahkampfwaffen sind oder MGs oder Schrotgewehre oder sonst irgendwas, komplett überflüssig macht. Die Überwaffe. Die Überwaffe, ja. Okay. Die hat unendlich viel Munition, hat relativ viel Wumms, ist so Railgun-mäßig, das heißt, du zielst grob in die Richtung und mit ein bisschen Glück triffst du auch. Und das macht halt alle Spielelemente ansonsten, eben das Schleichen und Klettern und Messerstechen, völlig nutzlos dann. Man muss allerdings dazu sagen, dass man die Waffe durchaus braucht bei bestimmten Gegnern. Bestimmte Gegnerarten lassen sich nur mit dieser Waffe ausschalten. Die Alpha-Drohne beispielsweise und der Endgegner. Insofern hat die schon ihre Daseinsberechtigung. Ich habe dann irgendwann gesagt, okay, schöne Waffe, aber ich habe auch noch andere Sachen und die machen mir letztendlich dann ein bisschen mehr Spaß, weil das Waffengefühl da einfach besser ist bei den MGs und dergleichen. Da bin ich wieder zurückgegangen zu den ursprünglichen. Ja, also da überlässt das Spiel das quasi dem Spieler zu sagen, ich gleiche jetzt diesen Fehler, den die Waffendesigner gemacht haben, genau. Gleiche ich jetzt aus, weil ich so viel Spaß mit dem Spiel habe. Ich allerdings hatte eben an dem Punkt nicht mehr so viel Spaß. Also ich fand
fand wirklich, für mich war das Spiel, auch von der Steigerung mit dieser Flucht aus dem Schiff eigentlich am besten. Da hätte ich gedacht, oh, das war jetzt kurz, aber gut. Mhm. Da hat es nur noch dieses Stirb-langsam-Gefühl und alles, was danach kam, war für mich nur noch so geplänkelt. Ich dachte, ja, wann ist es denn jetzt wirklich vorbei? Mhm. Und von daher bin ich auch tatsächlich nur noch mit dieser Railgun da rumgelaufen. Mhm. Wie gesagt, ja, die Klimax funktioniert in diesem Spiel nicht. Was übrigens in dem Spiel im Vergleich zum Original auch nicht so prickelnd ist, das habe ich ja anfangs schon angesprochen, ist das Leveldesign. Im Original Butcher Bay hatte man, gerade weil das ja ziemlich aufs Schleichen ausgelegt war, hatte man immer die Möglichkeit, alternative, oder nicht immer, aber häufig die Möglichkeit, alternative Routen durch Abschnitte zu nehmen. Mhm. Wir entsinnen uns zum Beispiel an diesen großen Eingang unten in die Minen, wo man zwar erstmal durch so einen langen Tunnel gehen musste, aber dann konnte man hinten die Treppen rauf, man konnte mittendurch, man konnte die Kameras ausschalten. Es gab also häufig mehrere Möglichkeiten, eine Situation zu meistern. Und bei Assault on Dark Athena hast du ein Weg. Also du hast lass es mal maximal zwei sein, aber der zweite ist dann meistens so unwahrscheinlich, dass man ihn schafft, weil da so viele Gegner rumlaufen, dass es letztendlich nur ein Weg bleibt. Und du läufst den auch immer wieder hin und her. Das heißt, du bist in so einem Zellenblock, redest da mit Typ A, der schickt dich den Gang zurück und dann Abzweigung links, dann läufst du wieder zurück, redest mit Typ B, der schickt dich wieder zurück und dann nimmst du aber die Abzweigung rechts. Dadurch geht eben auch dieses Gefühl verloren, dass das ja ein unheimlich riesen Raumschiff sein soll. Finde ich allerdings unter dem Aspekt, dass man ein Gefühl dafür bekommt, dass man sich durch ein Gebiet bewegt, was man kennt. Also das Spiel schafft es tatsächlich immer mal wieder, dich komplett komische Routen hochzuschicken, also sei es diese komische geschachtelte Wand, und hinterher fährst du dann mit diesem Fahrstuhl wieder runter und hast einen Wiedererkennungseffekt. Das ist halt hübsch. Du gehst nicht durch irgendwie so ein Portal oder du fährst nicht an irgendeiner anderen Stelle mit dem Aufzug runter und denkst dir so, okay, das haben die Leveldesigner jetzt den Shortcut gewählt. Du kriegst den Shortcut, aber du bekommst den Shortcut mit einem visuellen Eindruck von dem, was du vorher schon erlebt hast. Und ja, das fand ich hübsch. Das finde ich aber noch viel einfacher. Also ich finde, da haben sich die Level-Designer das noch einfacher gemacht. Mir wäre es lieber gewesen, wenn es nachher geheißen hätte, ja, kriege ich oben durch die Röhre und dann merkst, ach, jetzt komme ich wieder hier raus, und so setzt sich das zusammen, dass du aber wirklich zum Level-Eingang unten kommst rein, läufst hier die Wand hoch und fährst oben dann die Abkürzung wieder zurück und gehst durch denselben Ausgang wieder raus. Fand ich halt fad. Gut, aber wie Fabian in seinem Test zu The Wheelman schrieb als Pluspunkt, enthält Vin Diesel. Dann haben wir ja diesen super coolen Held, Riddick, mit seinen markigen Sprüchen. Wertet das nicht die Atmosphäre auf? Hätte es gekonnt, wenn ich nicht die ganze Zeit den Eindruck gehabt hätte, Vin Diesel hat das irgendwie zwischen ersten und zweiten Frühstück, und zwar auf dem Klo, aufgenommen. Entschuldigt, dass ich das so sage, weil die Sätze, die er sagt, ist es völlig egal, ob es ein cooler Spruch ist, den er loslässt, oder ob es eine Frage ist, die er stellt, oder ob es eine Bemerkung ist, die er macht. Es klingt alles komplett gleich. Da ist keine Betonung drin, beziehungsweise da ist nur ich bin die coole Saubetonung drin, und die geht so. Also da ist keine Melodie in der Stimme drin, man hat kein Gefühl mehr für den Charakter. Das, was Butcher Bay noch geleistet hat, dass man dieser Figur irgendwie, weil er so eine schöne Mischung aus Gutmensch und bösem Typen war, was auch in der Sprache rüberkam, das gibt es jetzt in Assault und Dark Athena einfach nicht mehr. Das ist eine plane Level. Noch verstärkt, dass es im Grunde weniger durchgehende Gespräche gibt, sondern er eigentlich hauptsächlich nur noch One-Liner von sich bringt. Das ist ein Eindruck, der sich einschleicht, wenn man ihn in dieser Stimme oder mit dieser Betonung, dieser nicht vorhandenen Betonung reden hört. Der sagt auch schon normale Sachen. Aber nee, Also ich habe danach, weil ich in der Tat auch nach zwei Stunden habe ich gedacht, ey, jetzt sag doch einmal irgendwas Normales. Sag einmal, guten, ich bin der Ritchie. musste aus allem immer so was Zitierwürdiges machen. Und habe daraufhin dann, als ich dann durch war, nochmal mit Butcher Bay angefangen. Und da redet er halt auch wie normaler Mensch. Ja, tatsächlich. Wenn er da mit seinem Häscher eben spricht, dann denkst du, ah ja, der macht auch mal ein lustiges Witzchen und so. Mhm. Aber in Dark Athena halt immer nur diese Sprüche. Und das fand ich echt anstrengend mit der Zeit. Ja. Also wenn man euch so reden hört, dann muss man den Eindruck gewinnen, dass es eigentlich großer Schmarrn, das Spiel. Nee, das ist es nicht. Also es ist, in der Tat hat es immer noch die Stärken des ursprünglichen Riddicks, des Escape from Butcher Bay. Also du hast dieses klaustrophobische Gefühl auf diesem Schiff. Du bist der eine Typ, der mit den coolen Waffen am Anfang gegen eine Meute von wirklich super designten Gegnern antritt. Also die sind wirklich auch gut und die lassen auch lustige Sachen los. Zum Beispiel bist du in den
in den Mannschaftsunterkünften unterwegs und da hängt so ein Schild an der Wand. Blöd übersetzt ist das jetzt sowas wie Masturbation ist Sterilisation oder sowas. Also Masturbation means Sterilization. Also so nach dem Motto, wenn ich euch beim Masturbieren erwische, dann ja. Und das hat der Boss von diesem Ding da hingeschrieben. Und du kommst dann da durch und du siehst tatsächlich dann irgendwann am Ende von so einem Gang, wenn du da reinkommst, siehst du tatsächlich den Boss von dieser ganzen Angelegenheit, der einen fährt, also einen blöd anmacht, so nach dem Motto, ey, du hast doch gerade wieder und so weiter und so fort, es gibt jetzt fetten Ärger. Und wenn man sich dann schnell nähert, dann unterbricht er auch das Gespräch und läuft dann weg, weil das auch noch eine feige Sau dazu ist. Also die Atmosphäre ist schon noch da und auch die Figuren, die Riddick trifft, sind unglaublich gut. Ja. Also sei es jetzt nun die Kapitänöse von dem Raumschiff oder die ganzen Gefangenen da unten, die sind fantastisch und die wiegen tatsächlich mehr als deutlich diese Schmumpfi-Geschichte von Vin Diesel da auf. Das hört sich halt deswegen so fies an, wie wir jetzt darüber reden, weil sich das Spiel halt mit seinem großartigen Vorgänger messen muss, der auch nach 4-5 Jahren noch wirklich herausragend ist. Aber ich meine, hey, der liegt ja auch bei. Was will man mehr? Richtig. Also ich halte es für eine zweischneidige Geschichte. Tatsächlich tendiere ich auch eher dazu zu sagen, ja, irgendwo ist es nicht so doll, das Spiel. Mhm. Ich finde, man muss sich viel schön denken dabei. Also dann können wir als Fazit festhalten, es ist kein Vergleich zur Größe des Originalspiels. Richtig. Aber wenn man das noch nicht kennt, sollte man es auf jeden Fall kaufen, denn das liegt ja bei. Das liegt dabei, genau. Und das Dark Athena ist nun eine hübsche Ergänzungsepisode, die Erwartungen nicht ganz erfüllt, die aber trotzdem, also außer vielleicht jetzt Fabian, Freude machen kann. Ja, also ich hatte auf jeden Fall Freude, trotz der doch durchaus erkennbaren Fehler. Und Spaß hatte ich ja auch. Ich gebe es dazu. Ja.